Mein lieben Geisterjäger, seid mir ganz recht. Also, guten Tag. Hier ist irgendwo ein Artefakt für uns. Und ich will das unbedingt haben. Aber hier muss ich erst putzen. Ich muss hier erst sauber machen. Sonst komme ich hier nicht durch. Ah, ist das eine Affenstatue? Monkey Island oder was ist das? Ein Bär. Aha. Okay, ein Bär. Aber wir haben... Das, wir können ja... Theoretisch müssen wir uns ja jetzt... Nee, uns fehlen noch verkackte 500 Pfeifen. Gut, okay. Die holen wir uns. So, wir müssen jetzt irgendwie unsere Einheit wiederfinden. Ne? Wir sind ja ein bisschen allein losgegangen. Es ist ein bisschen mehr durchgegangen in der letzten Folge. Das ist richtig. Das tut mir auch nach wie vor... Da entschuldige ich mich für. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber gut, Freunde, wir gehen jetzt mal hier... Na, Jungs, jetzt mal hier hoch. Komm, Igen, ne? Schön, brav, brav, brav. Lass uns weitergehen. Wir gehen. Aber diese Geistermusik, gibst du das? Das ist so richtige Geistermusik. Ah, okay. Das haben wir ja letztes Mal aufgemacht mit der. Was ist das? Ja, könnte klappen. Ich schätze, wir sind wohl nicht willkommen. Echt? Das ist mal was Neues. Ich besorge uns allen Anstecker mit Hallo, ich bin nicht willkommen. Oder vielleicht T-Shirts oder Kaffeetassen. Ich hätte lieber einen Geisterjäger-Kaffeetasse, Winston, wenn ich ehrlich bin. Jungs, jetzt sind wir im Schloss. Elissa, ich sehe sie. Wir beide. Sie trägt ein einfaches Frottekleid und sie hat mir Kaffee gebracht. Das ist sie, ein absolutes Ebenbild. Die Ähnlichkeit ist unheimlich. Das ist Ivo Shandors Mutter, gemalt im Jahr 1885. Moment. Was? Elissa ist eine Shandor? Warum passiert sowas immer nur mir? Ich treffe ein Mädchen. Sie ist verrückt nach mir, aber dann stellt sich heraus, sie hat eine volle Macke. Das ergibt alles einen Sinn. Elissa muss unabsichtlich das Mandala ausgelöst haben, da sie Shandor-Blut hat. Sie weiß es nicht. Als ich ihr Profil schrieb, sagte sie mir, dass sie adoptiert sei. Was für ein Zufall, wie? Du glaubst nicht, dass das wirklich zufällig geschah? Nein, jemand muss es gewusst und vorbereitet haben. Der Bürgermeister sagte, dass Peck Elissa persönlich als Gastkuratorin für die Gose-Ausstellung empfahl. Peck. Einmal ein Peck, immer ein Peck. Shandor muss jahrelang hunderte Arbeiter beschäftigt haben, um das zu bauen. Die Stützen sind vom Wasser aufgeweicht, der Mörtel ist brüchig und das Fundament kaputt. Physikalisch gesehen kann das eigentlich gar nicht mehr stehen. Hi, Baby. Du hörst dich überrascht an. Ja, ja. Nein, nicht wirklich. Das ist auf schreckliche Art wunderschön. Shandors Genialität ist nicht zu verleugnen. Schade, dass er sie nur zu Bösen benutzt hat. Was hätte er alles tun können, wenn er nur einen Teil davon für Gutes benutzt hätte? Freunde, das sieht aber mal wieder gar nicht gut aus. Das ist... Sollen wir da jetzt wirklich weitergehen, Jungs? Das ist... Aha. Hier liegen ein paar Totenköpfe. Ja. Und das Baum hier gefällt mir gar nicht. Ihr gebt doch so, das sind ziemlich kranke Scheiße hier, oder? Das ist... Das, Wir gehen erstmal weiter, Freunde, wir gehen erstmal weiter. Also ich sehe... Versuch mal ein Signal aufzufangen. Ich sehe überall... Artefakt. Haben wir es gefunden? Ach. Was war das? Wir haben es gefunden. Das heißt, wir können uns jetzt unser letztes... Nein, haben wir es nicht gefunden? Hä? Habe ich es kaputt geschossen? Wo ist mein Artefakt? Ich will sofort mein Artefakt! Da bist du, der Blau. Blau. Dann wird sich verändern, das gefällt. Jetzt haben wir alles, Freunde. Jetzt haben wir alles. Wir haben alles und... Okay, hier ist eine kleine Ecke. Gut, hier bei der wunderschönen... Jetzt können wir mal... Wir können jetzt alles kaufen, Freunde. Wir können jetzt alles kaufen. Ich gehe jetzt mal ganz nach oben. Dann gucken wir mal im Besitz. Also Bit steht für Besitz, ne? 18.000. Wer lesen möchte,
lesen und vorspulen und... Wir haben jetzt alles, wir haben jetzt alles. Besitz... Alles. Okay. We got everything, guys! So, Freunde, was macht denn ihr da? Betet ihr die Wand an oder was macht ihr da? Geht's da weiter? Oh. Da, ein Mandala! Ein Mandala. Posthume schwarze Masse. Was? Die Leute beten immer noch, nachdem sie tot sind? Das ist eine mächtige Kirche, Mann. Das könnte erklären, warum das alles noch geht. Oh ja. Ätherische Stabilität induziert durch reine Konzentration posthumen Willens. Unglaublich. Ja, genau. Unglaublich. Was unglaublich ist, ist, dass du dieses Wort noch in dem Zusammenhang benutzt. Muss ich die mit grün? Ja, ich glaube, also, es tut sich was. Moment. Okay, wir gehen auch mal auf grün, Freunde. Wir gehen mal auf grün. Das scheint eine ganze grüne Veranstaltung zu sein. Hey, hier kommt noch mehr Ärger. Mehr Ärger? Reicht das nicht? Moment. Zim. Entlüften. Wo kommt noch mehr Ärger? Ist denn grün hier richtig, Freunde? Ist grün richtig? Es schlankt mich voll. So, pass mal auf, entlüften. Aber die Jungs nehmen alle grün. Naja, sind immerhin Profis, ne? Es gibt einen blauen Fleck. Ja. Besser als einen grünen, Freunde. Das ist so. Deckung suchen. Mehrere Kontakte. Ja, mehrere Kontakte. Ja, die Grünen sind echt die Besten, okay? Hinter dir! Ja, hinter mir, Freunde. Ich kann Ihnen nur alles kümmern hier. Okay. Was kommt denn an? Okay, dann müssen wir sofort jetzt versiegeln. Da ist auch noch einer, muss auch versiegeln. Ja, du bleibst da schön liegen, genau. Au! Das war ein Au! Oh ja, los, immer weiter! Also müssen wir die Tore versiegeln. Ach. Oh! Könnte mir nicht sagen, jetzt hätte ich mal was sagen müssen. Oh! Weiter so! Ja, ich versuch's. Ich muss kurz entlüften zwischenzeitlich mal. Ne? Boah, was ist denn das? Boah, die schießt. Freunde, was ist denn? Die sind krass hier. Das war ein großes Au. Hey, Kolle, alles gut? Mit dem Grünen kommt man ja echt am besten weg, ne? Okay, Freunde. Kein Problem. Es wird offiziell Zeit für uns zu gehen. Ja, aber wie machen wir das, Freunde? Ich vertraue euch ja blind, aber ihr müsst mir schon vorgehen. Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Kommen wir hier irgendwie raus? Okay. Aber wie kommen wir hier raus, Freunde? Is there anybody out there? Guck mal, das ist ein Saubermann. Da kann Leute nachkommen, ne? Okay. Gut, dass das Mann da vorne. Oh. Seht euch das an! Wenn mein Sensorengitter nicht kaputt ist, ist das definitiv der Ort, nach dem wir suchen. Hey, Kohlkopf, komm raus! Peter, hinter dir! Nein, zurück! Nimm deine imaginären Finger von mir, Mann! Nein, die sind zu viele! Ach. Igen, sie haben Igen! Bringt ihn wieder hierher zurück! Kumpel, hilf uns! Who you gonna call? Wir sind der Caddy, jetzt sind wir Kumpel, also das dann... Ich bin ein Geisterjäger. Okay, du musst zu den anderen, damit sie dir helfen können. Vorsicht, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Aber es hört sich groß an. Und wenn große Sachen angreifen, tut das weh. Ja, okay. Geh mal wieder auf grün. Hier, ein bisschen grün. Was ist eine grüne Pampe, Freunde? Okay.
Was haben wir denn da nun drin gelandet? Hat der auch so ganz fürchterliche Schreie, Freunde, oder bilde ich mir die nur ein? Nee, gib doch zu, das sind doch ganz schreckliche Schreie, oder? Komm hier, geh. Tobi, für mich bist du ganz gut. Für mich bist du ein Tiger oder Champion, Alter. Wir sind der Champion. Oh, was flackert da? Was ist das hier? Das Leuchtstäbchen? Lampen? Caution. Was steht da? Do not play on the... All around. Müssen wir wohl. Wir sind hier. Das ist... Es geht nicht anders vor. Was ist denn das hier? Ich glaube, so viel sauber machen kann ich nicht, Freunde. Das ist ein bisschen, das schafft selbst ich nicht. Und ich bin ja schon der Supercleaner. Und das ist ja. Okay, das tut mir leid. Ich wollte dich da nicht reinschubsen. Na, Ratte. Oh. Wo kam die her? Die ist da. Da war doch gerade eine große Spinne, oder? Was falsch gesehen, hier muss ich putzen. Ich bin der Putzmann. Ich putze alles, was mir unter die Flinte kommt. Oh, entlüften. Da müssen wir auch. Ja, wir müssen erstmal sauber machen, sonst kommen wir hier keinen Schritt weiter, weil, ne? Ihr wisst ja, das Zeug ist ätzend, das ätzt uns die ganzen Schuhe und alles weg. Was war das? Ist das ein Buch? Erstmal, wir müssen erstmal sauber machen. Vorher geht da gar nichts, Freunde, ne? Ihr kennt das Spielchen, ne? Wenn Onkel Spielchen putzen fängt. Ja, ich entlüfte. Everybody put somebody sometimes. Ich dachte, ich werde da gerade reingeplumpst, denn. Everybody put doch mal den Schleim. Something in your slime just told me my sometimes is not everybody. Balls in love, some Scheiße, das sieht aber alles gar nicht gut aus. So, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal hier geputzt. Müssen wir auch noch putzen. Okay, kommen wir da irgendwie rüber? Jetzt müssen wir mal schauen. Hier kommen wir anscheinend nicht rüber. Komme ich denn da nicht weiter durch? Ich muss da irgendwie durchkommen, oder? Wir sind eben links, gehen wir jetzt mal rechts. Oh. Da kommen wir also nicht weiter. Hier. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich weiß es gar nicht genau. Oh, da habe ich Geister gesehen. Freunde, ich habe Geister gesehen. Ah, hier müssen wir erstmal putzen. Hier waren wir nicht. Genau. Wir sehen das immer. Ne? Das Spielchen hat hier noch nicht geputzt. Insofern, ne? Ist hier alles noch gut. Wir waren noch nicht gewesen. Deswegen gab es noch keine Spielchen. Habe ich ja gerade schon wieder mit. Ja, ich hab irgendwas angerufen. Was hat mich hier angegriffen? Okay, da müssen wir mal sauber machen. Was ist das? Okay, wir machen erstmal alles sauber. Cleaner. Spielkind ist ein Cleaner. Put the slime in your hand. Oh no. Oh no. Ja, ich entlüfte. Was das? Oh Gott. Oh nein. Oh, das ist wieder ein Durchgang. Kommen wir daher? Lass mal ganz kurz bitte daherkommen. Ganz kurz mal schauen. Was war das?
Ihr gebt doch zu, da war doch gerade was, oder? Ich okay, ich glaube, da war ich schon. Das sieht sehr geputzt aus. Ich habe auch gar keine Angst. I'm not afraid. Ist das coole Zeug hier gut, ja? Das. Oh, die schießen schon wieder, die Schweine. Okay. Ich habe gar keine Angst. Everybody laughs sometimes. Everybody falls in love. Das war schon wieder einer. Ich hab ihn schon gesehen, die dumme Sau. Okay, aber hier waren wir auch schon. Die sind irgendwie schon schön. Also Freunde, irgendwas ist hier. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz, ganz sicher, dass hier irgendwas ist. Mann, ist das so ein Sabber. Mann, Leute, ich sag jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir müssen hier wieder rauskommen und das gucken wir uns dann aber ganz in Ruhe in der nächsten Folge an. Die Leute. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch bereit. Ciao, ciao, seid euer Geisterjäger 45. Ich habe keine Angst.